So, dann wollen wir doch mal den letzten Drachen da jetzt auch einsetzen und gucken, was es mit dieser komischen Statue da auf sich hat. Oder diesem Gemälde. Nicht hier, sondern hier. Klick hat's gemacht. Und wir können immer noch nicht da lang gehen. Da ist Gold. Da ist Bronze. Da ist Silber. Also ja, eigentlich ist das Feuer, Erde, blub und blub, blub, blub. Die Teleporter waren alle schon vorher da. Da oben ist der Ausgang. Eigentlich müssten wir jetzt hier wohl irgendwie weiter. Kann man noch irgendwas drücken? Nö. Doofe Statue. Gehen wir raus und wieder rein, gucken, was dann passiert. Oh, wir kriegen ein Level Up. Ja, Fleisch und Leere haben wir jetzt schon voll. Was lernen wir denn mal jetzt? Erde klingt ein bisschen wie Schutzzauber. Da haben wir diese Steinhaut ja zum Beispiel. So, jetzt stehen wir vor dem Ding. Hier hat sich auch nichts geändert. Und wir kommen immer noch nicht weiter. Gucken wir mal auf die Rückseite. Was war denn hier überhaupt? Jetzt macht's Sinn. Okay. Also die Drachen haben gar nichts mit dieser komischen Statue da unten zu tun, sondern hier waren überall Türen, die nach und nach aufgegangen sind, je nachdem, wie viele Drachen wir reingesteckt haben. So, und da wartet schon ein Clown auf uns. Ja, ein hinterhältiger Typ schmeißt deinen Schädel hinein. So. Jetzt stirb aber, denn wir wollen gucken, wofür das Ganze jetzt da war. Denn die Teleporter und Clowns waren ja doch ein wenig anstrengend. Das soll sich jetzt auch gelohnt haben. Und bisher sieht die Belohnung so aus, wir kriegen noch mehr Clowns und wahrscheinlich noch mehr Teleporter. Aber gut. Was wir hier eigentlich hier suchen, ist ein Opfer aus Erde. Was auch immer ein Opfer aus Erde sein soll. Ein Stein. Ja, das wäre ein schönes Opfer aus Erde. Definitiv. Hätte ich auch kein Problem damit, ganz viele davon zu opfern. Oh, da ist der nächste Stein, den wir opfern könnten. Und recht viele Geheimgänge hier. Gott sei Dank sind die relativ leicht zu finden. Nicht alle Dungeon Master mit Wände abklopfen und dergleichen. Oh, okay. Wahrscheinlich geht es da genauso rum. Und wir sollten uns zwischendurch mal hochheilen. Nur für den Fall, dass jetzt wieder irgendeine garstige Drehfalle kommt, die mich in irgendwelche Stacheln schubst. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, Schild in die Hand. Auf ins Gefecht. Was war das? Wir gucken nach Westen, wir gucken nach Westen und wir haben einen Clown vor der Nase. Aber irgendwas wird doch gerade gemacht. Wir wurden entweder gedreht oder teleportiert oder beides. Aber sieht genauso aus wie vorher. Ist ja komisch. Welcher Buchstabe waren wir? Ach, fangen wir einfach mal hinten an. Du bist jetzt Z. Oh, da ist was aus Erde, was man opfern könnte. Z-Ausgang 1. Oh, der Baum sieht wirklich gesund aus. Wie haben wir von dem Totenbaum den Ast abgeschlagen? Wahrscheinlich mit dem Schwert, oder? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Menno. So, hier waren die magischen Sachen, da waren die Quest-Sachen. Ne, mit den Sachen bestimmt nicht. Ja, ich glaube, das war mit dem Schwert. Aber da hier so viele Bäume davon sind, denke ich mal nicht, dass... Oh. Ich wollte dich nicht abhacken, ganz bestimmt nicht. Willkommen im Herzen des Heiligtums. Bei allen Göttern.
Gerade war hier noch ein Baum. Und davor ein Stein, ein Strom, die Erde selbst. Nur die größten aller Fähigkeiten haben euch so weit kommen lassen. Wir vom Rat der Erde wissen, warum ihr hier seid. Wie ist das möglich? Die Elemente selbst sprechen zu uns. Das Böse, welches der Kriegsherr verbreitet, wühlt Erde und Luft auf. Die Macht des Kriegsherrn ist das Geschenk eines dunklen Gottes. Es ist ein Teil des absolut Bösen, die Unheilsschlacke. Wo befindet sich die Unheilsschlacke? Ich muss es wissen. Sicher verwahrt in der Festung des Kriegsherrn. Weit fort, mitten in der Einöde. Ah, die Einöde ist dann wohl der Bereich oben, wo die Burg war und deine Vulkan? Müssen wir nachher mal gucken. Was bringt euch in diesen schrecklichen Zeiten hierher? Ich kenne zwar die Worte, nicht aber ihre Bedeutung. Ein Opfer aus Erde hat die Macht, alles zu verbinden. Genau. Ihr kennt die Bedeutung. Es geht um das Behältnis für die Unheilsschlacke. Aber ich verstehe nicht, was das Opfer aus Erde sein soll. Ihr braucht nur danach zu fragen. Ah, ja, dann fragen wir nochmal. Demütig bitte ich euch um ein Opfer aus Erde. Es soll dem Guten dienen und ihr seid stark. Unser Opfer wird nicht vergebens sein. Jack. Okay. Selbst wenn ich alle Bestandteile des Behältnisses finde, wie soll ich sie zusammenfügen? Sucht denjenigen, den man den schwarzen Griesgram nennt. Er ist einer der dunklen Zwerge und er lebt im Herzen des Feuerberges. Wie komme ich zum Feuerberg? Der Weg dorthin führt durch die Festung des Kriegsherrn. Hm, okay. Das war aufschlussreich. Ich danke euch für eure Hilfe. Lebt wohl. Vergesst nicht, in Zeiten wie diesen müssen große Opfer gebracht werden. Am Ende eurer Reise sind es vielleicht mehr, als ihr zu bringen bereit seid. Oh, das müssen wir dann schauen. Erstmal haben wir jetzt den letzten Bestandteil für unsere Truhe, wenn ich das so richtig sehe. 3, 6, 7 Stück. Und der 8. Tipp von diesem Tentakeldämon war ja, dass wir diesen Griesgram suchen müssen. Schön, schön. Also, wir müssen zum Feuerberg und dadurch vorher durch die Festung des Kriegsherrn. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich weiß, wie wir da hinkommen, denn den Feuerberg konnten wir vorher ja nicht wirklich betreten. Und können wir die Bäume da irgendwie wegbrennen? Auch wenn er das bestimmt nicht gerne sieht. Aber nur mal kurz so antesten. Ja, der Baum sieht wirklich gesund aus. Das ist schön. Guckt er auch nicht? Nö, macht nichts. Ha, aber die versperren doch was. Das heißt, wir kommen bestimmt später nochmal hier zurück. Egal, wir gehen jetzt wieder raus. Ich wollte eigentlich raus. So, dann gucken wir noch kurz auf der anderen Seite hier. Und wir wurden wieder teleportiert. War der schon vorher da? Nennen wir dich mal Y. Oh, so weit zurück wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut zu wissen, dass der zum Eingang führt. So, gehen wir nochmal den langen Gang. Und schauen dann links rum. So rein der Vollständigkeit halber. Oh. Was ist das denn für ein Schlüssel? Das sieht doch aus wie so ein Elfenbein-Dingens. Aber... wir haben keinen Schlüssel. Na gut, schreibe ich da mal ran. Elfenbein... Fragezeichen. Und damit wären wir hier soweit durch. Wo führst du hin? Okay, das ist eine Abkürzung zu diesem Rat der Erde. Oder zu einem Mitglied des Rates der Erde. Hey, ich kann mich hier nicht nach rechts und links drehen. Was soll denn das? Rückwärts gehen kann ich auch nicht. Das Ding ist echt komisch. Aber na gut, raus hier. Und Hiebwaffen.
So, wir müssen. Also erstmal, wo sind wir? Wir sind da. Wir müssen zum Feuerberg. Und um zum Feuerberg zu kommen, müssen wir durch die Festung des Kriegsherrn. Das wird dann wohl die Burg des Bösen sein. Wir standen ja schon mal oben auf der Hand drauf und von da aus könnten wir die Burg sehen. Also es ist anzunehmen, dass es irgendwie einen Weg darüber gibt. Ist hier unten noch irgendwas? Ne, hier ist nur Auge der Erde. Ist da noch was? Nee. Also wie ich das sehe, gehen wir jetzt dahin, versuchen von da aus irgendwie zur Burg des Bösen zu kommen, gehen da durch, gehen dann zum Feuerberg, da finden wir den schwarzen Griesgram, stellen die Truhe her und gehen dann weiter zum Amboss der Dämmerung. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir von da weiterkommen, sonst laufe ich jetzt eine ganz schöne Strecke umsonst. Also wir müssen jetzt nach Norden, dann irgendwann nach Westen abknicken und durch die Felsenfestung durch. Also Norden ist ein Podest im Weg. Okay, geht's da nach Norden? Ja, schön, schön. So, da hinten ist der Tempel. Da wollen wir aber eigentlich nicht hin. Wir wollen vorher jetzt irgendwo so eine... Nö, keine Auswahlmöglichkeit. Dann einen weiter. So, jetzt haben wir hier die Wahl, zu der Brücke zu gehen. Hier zum Tempel. Und da hoffentlich Richtung Felsenfestung. Dann müssten wir eigentlich gleich beim Wasserfall vorbeikommen und... Ja, ich höre ihn doch schon. Da ist der Wasserfall. So, Norden und da sehen wir schon die Felsenfestung. Ging ja doch schneller, als ich dachte. Oh, stimmt, wir mussten in diesem komischen Gebirgspass vorbeigehen, wo es ganz komisch war mit den Drehungen. So... Durch die Felsenfestung kamen wir, glaube ich, relativ schnell. Die war ja nicht so groß. Da waren links und rechts noch ein paar Gebiete, aber in der Mitte war einfach nur ein Gang durch und das war's. Wusch. Da hängen keine Ketten dran. Aber gut. So. Genau, einfach gerade durch. Da sind zwar ein paar Fallen, aber wir haben genug Lebenspunkte. Und hey, da ist ein Dreher drin. Na gut. Den schon mal in die Hand. Wir gucken immer noch im Norden. Ja, also. Jedes Mal, wenn ich dagegen drücke, drückt er mich zurück. Und ich kann auch nicht gegen anderen drücken. Gibt es noch einen anderen Weg? Nee, nicht wirklich. Okay, ich drücke jetzt einfach mal vorwärts und er dreht mich einfach und ich laufe in die Stacheln. Juhu. Ausgetrickst von einem einfachen Dreher. Wer ist der Dreher nicht da, wenn das Feuer brennt? Das wäre zu einfach, ne? Ja, extrem spamming. Okay, so hat's geklappt. Ich habe mich einfach rückwärts gedreht und habe die Rückwärtstaste durchgehend gedrückt. In der Hoffnung, dass man damit irgendwie den Dreher überschreiben konnte. Und es hat geklappt. So, bin ich jetzt? Ja, ich bin an der richtigen Ecke. Und ich kann hier nicht geradeaus gehen? Sind die Hüte im Weg oder was? Oh, da war noch ein Heiltrank drunter. Und ich kann trotzdem nicht geradeaus gehen. Na gut, dann holen wir mal die Tröte raus, die die Türen aufmachen soll. Das war, glaube ich, die hier. Hier passiert nichts. Okay. Horn des Durchgangs. Ach, das war die Tröte, die Türen aufmacht. Nee, war sie nicht. Zwei Ladungen übrig, öffnet jede Tür. Anscheinend nicht.
Was soll denn das jetzt? Hier war der eingefrorene Typ. Hier war nur Krimskrams. Da ist ein Schalter. Macht der Schalter vielleicht hier die Zugbrücke runter? Ich glaube schon, wir mussten ja mal eine Kette und einen Stift und alles Mögliche finden. Also nochmal durch die Stacheln. Ja, Schmerzen. So. Heilstock. Hochheilen und dann speichern wir erstmal ab. Was für ein Heckmeck. Der Zauber versagt hier. Ja, natürlich. Warum auch nicht? So, aber es sind ja keine Gegner hier. Ach, glühende Kohlen. Nee, wir wollen nicht auf glühenden Kohlen gehen. Wir wollen heilen. So, schon besser. Speichern. LP64A. Und bis gleich.